Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dino. Da kommt Dizzy rübergeflogen. Boah, zum ersten Mal, dass du mich hier direkt mal abgespritzt hast. Danke auch für nichts. Ja. Tschüss, ich geh mal lieber schnell weg. Ja, das war's mal wieder für heute komplett. Ich muss los. Oh wei. Hilfe, Alarm. Wir sind zurück aus dem Urlaub. Izzy und ich waren zusammen in Griechenland. Nicht ganz zusammen. Wir haben uns, Izzy hat mich gesehen, zumindest mein Flugzeug, mein eigenes Flugzeug, hat er gesehen. Wir waren parallel in Griechenland, aber auf anderen Inseln, aber ziemlich nah beieinander. Also irgendwie was verrückt, ja. Und ich habe dein Flugzeug wegfliegen sehen, das stimmt. Ja. War ein guter Start, oder? Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, weil ich war so, scheiße, ich muss schnell noch Izzy antworten. Und da war Internet aber natürlich weg. Beziehungsweise ich war längst im Flugmodus natürlich, aber noch versucht habe ich noch. Deine Story dazu reposten davor, bevor ich in den Flugmodus gehen musste. Naja, jetzt sind wir aber auf jeden Fall zurück. Kurz noch rechts vor links habe ich gesehen. Ihr wolltet eigentlich schon losfliegen, aber dann kam doch noch gerade ein Flugzeug zur Landung, da musstet ihr warten. Und da haben wir noch gerade geschrieben in dem Moment. Da hast du dann noch Bescheid gesagt, noch schnell, ne? Flieg mal nicht los, da kommt einer. Genau. Ja. Sag schnell vorne Bescheid, da kommt einer. Das war so ein Mini-Flughafen, das war kleiner als das Paradies hier, tatsächlich. Das wirkt, was wir da oben gebaut haben, ist größer. Aber zurück hier auf jeden Fall zu Arc, Leute. Wir sehen uns wieder da. Wir konnten auch wieder einige eurer Kommentare lesen. Nur die zur letzten Folge noch nicht, weil die kommt heute Abend, wenn wir gerade aufnehmen. Aber ich bin bei der vorletzten Folge, was die Kommentare angeht. Und Izzy, ich weiß noch, ich muss mich erstmal wieder zurück daran erinnern, wo sind wir überhaupt gerade. Wir haben ja angefangen, diesen sicheren Bereich zu bauen, weil Manni fast gestorben ist, als ich mit dem auf offener, weiter Flur hier unterwegs war. Und der überall hier andere Dinos sind. Und sobald du so ein paar Meter rausschwimmst, irgendwo ist einer, der wird dann angelockt und der tötet ihn hier. Das heißt, wir brauchen ein Gehege. Und wir haben dieses eine große Tor gebaut und du wolltest eigentlich jetzt diese Zaunfundamente bauen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ne, ich will nach da hinten. Ja, und ich habe gesagt, nee, wir machen das anders. Wir machen einfach, ich wollte eh nach hinten, aber dann hast du hiermit einfach angefangen. Aber ich mache es jetzt einfach so wie du auch. Ich mache auch einfach weiter. Ich habe nämlich ein bisschen gesammelt. Pass mal auf. Weil das war mir einfach, ich dachte mir, nee. Hast du jetzt schon Zeug? Ich habe gesagt, nee, Izzy, ja. Ich mache das so. Zack. Was? Siehst du das? WTF. Und ich habe noch eins. Du hast noch ein Tor? Ja, noch eins. Ja, weil ich habe dir gesagt, das ist das Beste. Oh Gott, ich sterbe. Das ist das Beste eigentlich, was du machen kannst. Zack. Ah ja, doch. Ah, so kann man das eigentlich schon machen. Guck hier. So das Tor rein. Nicht. Ach, und wir haben das eine Tor bei dir. Haben wir das noch gar nicht, als ob wir das noch nicht hatten. Ich habe jetzt nur die neuen Tore gemacht. Aber so gefällt mir das. So gefällt mir das. Da unten ist so ein kleines Loch, das müsste man noch zumachen mit so einem Zaunfundament und so. Damit dann da muss man auch nicht immer zum Tor hin, dann ist einfach alles Tor, ne? Ja, genau, ist einfach alles Tor. Ja, das, also der Grund, warum wir das Tor so gemacht haben, ist ja einfach, das ist günstiger, als wenn wir überall diese riesen Wände hochgezogen hätten. Und einfacher und schneller und so weiter. Und so weiter, ja, und so fort, ne? Weißt du Bescheid? Ja, ja, klar. So. Ist doch klar. Haben wir noch einen Zaun? Ich habe noch zwei Wände, ich brauche nur noch Zaunfundamente. Wenn du davon irgendwie noch. Ich habe Zaunfundamente. Wenn du jetzt hier schon mal die Wand platzierst, dann könnte man die da schon direkt drauf machen. Ist halt so kacke, weil das so übel steil ist. Also am besten packst du hier schon mal eine Wand hin. Mhm. Dann packe ich direkt das nächste Zaunfundament hin. Die Wand kommt hin. Okay, dann packe ich das. So in etwa. Oh Gott, das ist echt nicht so einfach. Ja, so ist doch super, das ist doch perfekt. Jetzt kommt hier noch eine Wand auch oben drauf, auch bei mir und dann noch und ein oder zwei bei dir. Aber das fehlt noch eine Wand, du hast keine weitere mehr? Nee, mehr habe ich nicht gerade. Okay, ich habe aber noch eine Wand. Aber hast du noch das große, hast du nicht noch das große Tor? Also das Tor nicht, das, wir haben ja nur das äußere Tor, aber das Tor. Ach, warte mal, du hast jetzt andersrum die Wände gesetzt, ne? Eigentlich falsch rum, egal. Ja, ist egal, viel draußen, ist unter Wasser, siehst du nicht mal. Großes Tor habe ich nicht, ne? Habe ich anscheinend vergessen, glaube ich, auch in der letzten Folge. Also sorry. Ich dachte, das hattest du noch im Inventar, deswegen habe ich das nur für 2L gefarmt. Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie nicht mitgeplant. Egal, so. Das kostet nicht viel, das kostet nicht viel. Das holen wir einfach mal mit der Agade schnell hier. Viel brauche ich ja nicht, ein paar Steine in erster Linie. Und ein bisschen Holz. In erster Linie Stein. Stein und Holz ist das, was man braucht hier. Wahrscheinlich haben wir es sogar im Inventar irgendwo oben. Aber ihr wisst, wenn ich da reingucke, dann sehe ich es ja eh nicht. Aber es sieht irgendwie ganz cool aus mit den vielen Toren. Das ist mal was anderes. Ist auch das, was uns die Leute vorschlagen seit Milliarden Jahren. Echt? Dass wir mehrere Tore machen sollen? Dass wir Tore, einfach nur so ein Gehege aus Toren machen. Tor. Ist eigentlich so mit das Beste, was
also nicht das Beste im Sinne von das Schnellste, was du so machen kannst, um so ein easy Gehege zu haben. Und dann haben wir jetzt nämlich, haben wir es dann geschafft, dass wir ein Unterwassergehege, einen mega guten Unterwasser-Dino haben. Wir können die vielleicht sogar da paaren, ne? So wie die Rechse, dass wir dann mega gute bekommen. Aber da müssen wir erstmal irgendwie was in den Einstellungen ändern, sonst dauert das wieder 4 Tage oder so, bis dann irgendwie da mal was erwachsen ist. Ja, ja, aber das können wir ja machen. Das ist ja nicht das Größte. So, warte, Tor hat war wie teuer nochmal? Das war... Ah, ich kann schon machen. Bauplan von Dinosaur-Tor. Nee, das ist nicht hier, sondern im Dings. Behemoth. In the Dings. Das kostet 450 von allem, ja. 54, wollte ich schon sagen. 450, brauche ich noch ein bisschen Stroh und ich muss eh oben machen, den Rest haben wir aber da. Dann hast du gesagt, mit X ist Luftbremse. Ah ja, da bleibt man echt sofort stehen. Das ist chillig. Ah, okay. Na, danke für den Kommentar, Leute. Und da vorne ist ein roter Drop. Soll ich den auch mal kurz abchecken noch? Ja, klar. Oh. Die Wände sind jetzt übrigens fertig. Boah, ich dachte, wieso ist ein Rex hier? Aber das ist ja, ich habe mich noch gar nicht daran gewöhnt, dass wir Rexe haben hier. Es haben auch voll viele geschrieben, dass wir mehr oder weniger, wenn wir mit beiden Rexen unterwegs sind, eigentlich unbesiegbar sind. Glaube ich nicht. Außer gegen ein, wie heißt man, ein Giganotto. Aber ein Giganotto ist man wohl selber mit dem Giganotto auch gefährdet. Also da stirbt man trotzdem, weil der wilde Giganotto so viel stärker ist. Ich habe noch ein Windrad, das ist ja unglaublich. Oh, ich habe eine Torni-Drachensattel. Ich glaube, das ist ja, ganz das geil, hatten wir doch alles, ne? Das hatten wir alles in den letzten Folgen gesammelt. Nein, die Leute denken auch so, nein, ich habe einen neuen. Ich habe zwei neue Baupläne dafür. Ja, zwei Zielsuchraketen und ein Lymantria-Sattel. Ja, das ist schon nicht schlecht. Lymantria-Sattel? Wie stark ist der? Leider nur ein Bauplan, aber... Nee, gar nicht. Nein, ist kein Bauplan. Ein Lymantria-Sattel mit Rüstung 84, meisterhaft. Und ich habe noch Rüstung 92 für einen Torni-Drachen. Ich glaube, Torni-Drachen ist echt gut. Und dann habe ich noch einen Bauplan für einen Torni-Drachen mit 97 Rüstung, aber der kostet halt 4000 Leder allein und 500 Metall. Aber das kann man noch bauen. Das ist nicht absolut crazy. Aber es gibt noch so viele, die wir brauchen. So ein Torni-Drachen oder so, der soll richtig geil sein. Oder auch noch ein paar andere. Hier diese mit diesen Federn und so, die sollen auch voll geil sein. Ich muss mal nachgucken, wie so ein Torni-Drachen aussieht. Ich kann es noch gar nicht einschätzen. So, und wie sieht es essensmäßig aus hier mit einem jugendlichen Rexi? Alter, Rexi ist ja richtig groß geworden, der ist schon größer als ich. Ja, ja. Ja, der ist jugendlich. Rexi! Ja, moin! Alles gut bei dir? Hast du noch Futter? Ja, hat er noch so ein schönes Hammelfleisch. Da ist das Hammelfleisch. Ich hab's gefunden. Da, wo die Maus ist. Oh, Garte auch ein bisschen am Chillen. Aber Rexi, was ist los bei dir? Ich muss deinen Prozess mal sehen. Da steht da. Reifprozess 41%. Also er wird größer und größer. Kann man noch irgendwas machen? In Zuwendung braucht er wieder in 3 Stunden. Nein, das in 3 Tagen. in 3 Tagen. Der braucht nie wieder Zuwendung, aber der Reifprozess, der ist nicht 3 Tage, der ist schneller. Weil wir haben niemals den Server 3 Tage angehabt. Der ist schneller, der Reifprozess. Der braucht einfach wenig. Der ist einfach anspruchslos. Anspruchsloser Jugendlicher. Moin. Okay. Warum auch nicht? Aber dann könnte man auf Muffel. Was ist Muffel für ein Tier? Ist Muffel. Motte. Aber Lymantria? Ja, richtig. Ach so, dafür. Okay, dann kann ich direkt den Sattel rausholen. Wir müssen echt nochmal wieder reinkommen. Ja, aber wir haben ja schon eine 50er Rüstung. Wie viel hat deine? Stimmt, ja, meine ist besser. Meiner war mit 84. Ja, dann komm hier hin. Hier, du hast doch auch eine Motte hier vorne. Der ist direkt hier vorne. Ich hab schon auf deinen raufgetan. Hä? Echt? Okay. Ja, hab den guten Sattel bei dir raufgetan. Okay, hier ist ansonsten... Stimmt, der leuchtet sogar grün. Ja. Guck mal, das ist die andere. Ach, schon fertig. Lymantria. Ja. Ja moin, jetzt zieh einfach deinen Sattel da auf. Der hat, genau, 15. Das andere war ein der Torni-Drachen, den muss ich aufbewahren. 84, krass, 84, der leuchtet so gelb, meisterhaft. Ja, ist das eigentlich der erste meisterhafte Ding, was wir haben, dieser Sattel? Nein, aber es bringt halt gar nichts, weil der andere besser ist als der. Aber was soll's. Leider, wieso? Der ist doch 84, ist doch besser. Genau, achso, doch, stimmt, du hast recht. Du hast recht, ja, ich hab's andersrum gedacht. Aber nee, ja. Ja, nice. Da müssen wir jetzt mal mit den Motten mal wen angreifen. So rein Interesse halber, wie viel Schaden die machen. Ja, wie nenne ich mein Mötchen denn? Ja, die machen keinen Schaden, weil die doch nur dieses Scheiß... Ich meine, wie viel Schaden die bekommen. Ach so, ja. Stimmt, ja, wahrscheinlich super wenig. Aber die können halt auch echt nicht angreifen, ne? Weiß nicht. Ja, die können eher langsam machen, ne? Mal gucken, was hier die Anke mir für einen Schaden jetzt macht. Aber die kann ja auch nicht mit 10, wie schneller oder irgendwas. Ja, die Anke juckt das gar nicht. Ich darf die gar nicht attackieren, ich kann die ja nur verlangsamen, ne? Ja.
Also können sie mich wirklich nur aggressiver attackieren. Ja. Ey, Muffel, was machst du denn jetzt? Bleib hier! Aber die sehen halt einfach geil aus. Ja, also man macht das und ist das ist ja scheißegal. Ist so gar nicht. Jetzt ist er noch langsamer, als es sowieso schon ist. Die arme Anke. Naja. Ja, man muss höchstens in den Kampf reingehen. Ja, bringt nix. Also die sind einfach... Ja, jetzt sag ich mal, wenn jetzt schon irgendwie was Krasses uns angreift, während wir gerade eine Pause machen, nee, dann nee, sind ist wir praktisch. Schon geschützt. Ja, ja, ist praktisch, ist praktisch. Aber ich meine, es ist eh kein Tier, mit dem jetzt irgendwo auf Angriff gehen würde. Ja, das stimmt. So, Mrs. Lymantria. Aber ich meine, es sind einfach geile Tiere zum überall reinfliegen. Da kann man halt nichts gegen sagen. Das ist schon geil. So mit denen einfach hier so in die Treppe praktisch kannst du da reinfliegen. Ja, so für Kurzstrecke sind die schon geil. Ja. Aber gut, ich habe ja eigentlich... Wie so ein Hubschrauber. Ich habe extra gesammelt eigentlich, um endlich jetzt hier das Tor zu machen. Oh, und wir sollen andere Lampen machen, habt ihr gesagt. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Aber gerade habt ihr nochmal gesagt, so erstmal Sattel einsortieren. Oh, da hatten wir auch einen ganz geilen Kommentar, fällt mir gerade ein. Ja, die Rundlichter, ne? Wie hießen die? Ja, wir hatten noch einen anderen geilen. Bist du mit deiner Motte unterwegs? Ich bin bei uns. Ah, du bist drin gerade. Ja. Jemand hat uns geschrieben, das fand ich eigentlich ein ziemlich geiler Vorschlag, wir könnten unter dem Haus hier so eine kleine Landestation machen. Oder auf dem Haus. Viele haben auch gesagt, auf dem Haus perfekt. Und das finde ich gerade eigentlich auch gut, weil du läufst hier oben hoch und die stehen die dann. Auf der Dachterrasse halt. Ja, aber wir haben ja, das Haus steht ja auf Stützen und wir haben doch unten diese Fläche, weißt du, diesen ja, freien Bereich. Aber können die da alle gut landen? Ja, da kann man voll geil landen. Der ist relativ groß. Okay. Und ich muss ja mein Mädchen noch benennen. Dann müsste man halt so eine kleine Treppe oder so eine Leiter hoch machen oder so. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ja, aber da können halt nur diese Gänge echt die Kleinen hin, ne? Und ist auch so ein bisschen ist das irgendwie so ein Ding so, ha, schon gefährlich. Ich find's ist ein bisschen gefährlich? Größer sein. Ja, wenn du hier runterfliegst, dann falsch absteigst, dann fällst du hier komplett runter. Uns haben die Leute auch in die Kommentare geschrieben, wir haben ja so viele Kommentare bekommen, vielen Dank dafür nochmal. Man kann entscheiden, in welche Richtung man absteigt. Mit dem man die Richtungstaste gedrückt hält, ne? WASD? Ja, genau, ich glaub schon. Ja, genau, richtig. Mein Muffel heißt Puffel. Ja. Muffelpuffel. Muffelpuffel. Das Dreamteam. Das Muffelpuffel ist das absolute Dreamteam. Muffelpuffel. Hufflepuffel. so, aber ich wollte meine elektrischen Sachen hier angucken. Strukturen, elektrisch, Lichter, Rundlichter. Die brauchen ein bisschen Elektronik nur. Das kann man nämlich direkt mal machen. Oder auch nicht. Wird hergestellt. Achso, weil er aus ist. Um ihn anzumachen. Welchen Tony Dragon Sattel hast du jetzt bekommen? Den überragenden oder den fortschrittlichen? Ich habe zwei verschiedene. Den einen muss man bauen und den anderen ist der Bauplan. Das sind beides rechts im Schrank drin. So. Zurück hierhin einmal. Ah! Komm rein. Dann nee. Machen wir es einmal. Tony, dran. Bauplan haben wir nicht, oder? Wir haben nur doch. Fertige Sättel. Nee, aber in der rechts ist er drin. Rechts im Schrank. Ah, auch noch. Alter, dann haben wir zwei fertige und einen Bauplan. Ja. Was ist denn da los? Tony Dragon Sattel, aber ohne Ende. Stimmt, der ist ultra krass. Ja, ja. Der ist Gold. Eben. Lol, das ist ein absoluter Killer. Ja. Alter, der ist richtig krass. Eben drum. Ey, wir brauchen einen Tawny Dragon. Der hat 97,7 Rüstung. Ich weiß. Und der ist Gold. Und ein Tawny Drachen ist eh richtig geil. Ich muss einmal kurz gucken, wie er aussieht. Ich weiß, dass der... 4200 Leder brauchen wir dafür. Ich hab schon mal nachgeguckt, weil ihr habt uns das schon ganz häufig geschrieben. Und der Tawny wir müssen Dragon einen Mega-Run machen mit den Rexen und ganz viel Leder holen. Und dann müssen wir einen Tawny Dragon holen. Also, oder erst einen Tawny Dragon oder wie auch immer. Der sieht richtig geil aus. Aber... Den gibt's gar nicht auf unserer, hier bei uns irgendwie angeblich. Nein, echt? Der hieß auf Ragnarok, Extinction, Scorched Earth, Genesis und den Crystal Islands. Aber eigentlich nicht hier, Leute. Schreibt mir in den Kommentar, ob es den bei uns gibt. Das wäre übelst traurig. Also wir können auch mal eine Expedition machen auf eine andere Insel, ne? Man kann ja auf verschiedene Inseln gehen, wenn man irgendwie alles hochlädt da und so. Und da muss man wieder, man kann nicht alles mitnehmen und so. Irgendwie ist das ein bisschen nervig. Aber auf jeden Fall haben wir die Sattel. Die gibt's echt nicht mal. Auf Valguero. Wie traurig ist das denn? Mir fehlt toll. Immer noch Stroh. Jetzt haben wir zwei Tawny Dragon Sättel. Wir haben einen goldenen Blueprint. Und es gibt gar keine Tawny Dragons hier auf Valguero. WTF. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Holz und Stein. Hast du noch ein bisschen was? Stein und Stroh einfach nur. Stein kann ich dir hier reinpacken. Und Stroh, nochmal ein bisschen Stroh besorgt. Bisschen Stroh auch.
Das wäre ja geil, damit wir das Dings machen können. Also ist jetzt auch ein bisschen was hier in der Werkbank, aber ist nicht so viel, nur 130 oder so. Ich mache mal uns diese Rundstrahl. Aber diese Rundstrahl sehen fast genauso aus. Aber die leuchten halt nicht so Spotlight-mäßig, ne? Das kann sein. Ich pack die mal dahin, so. Ah, die machen auch viel geileres Licht, so. Ja, das stimmt schon. Ich muss noch ein bisschen warten. Mit dem Licht ist er... Oh, jetzt ist er an. Und der hier ist auch noch... So, der ist aus, aber der ist an. Ja, kann sein, dass das ein geileres Licht macht, oder? Siehst du das? Ne, ich bin gerade weg. Ich glaube, der macht ein geileres Licht. Macht tatsächlich ein geileres Licht. Dann können wir die anderen noch abreißen. Wir müssen echt, das ist so krass, ne? Wir haben jetzt 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ich bin auch so richtig verwirrt. Ich überlege gerade, wer hat denn eigentlich nochmal Strom von unseren Dinos? Eigentlich gibt es doch voll viele Dinos, die richtig viel Strom. Ja, habe ich gerade gemacht. Zum Beispiel. Aber die baut ja nicht alleine Stroh ab, oder? Nein, von alleine nicht. Nein, du musst mit denen das machen. Ah, die hat aber 3000 Stroh. Ja, sehr gut. Packst du in die Werkbank. Und ich gehe erstmal da hin, um. Ist alles in der Werki. Danke. Und ich farm erstmal. Egal. Ah, danke auf jeden Fall für diesen Vorschlag mit dem guten Licht, Leute. Das ist viel geiler mit dem neuen Licht. Viel, viel geiler. Dann können wir auch die anderen Lampen können wir alle abbauen. Ich mach sie gerade nochmal aus. Aber stimmt schon, diese neuen Leuchten sind viel besser. Ich mach den wieder aus. Das ist schon cooler. Ja, machen wir solche Lichter jetzt überall. Okay, aber endlich hier Strukturen mit Stein. Und hier das verstärkte Tor. Einmal kurz bauen, runterbringen. Hier ist auch noch 400 Metall, ne? 400 Metall, die noch nicht ge... Aber sowas brauchen wir halt alles für krasse Sättel und so. Wir müssen uns unbedingt die Flinte auch machen. Ja, dafür brauchen wir richtig viel Metall noch. Das haben halt auch krass viele geschrieben. Dafür müssen wir eigentlich permanent Metall brutzeln. Ja. Ja, sollten wir. Also es gibt da. Ich pack schon mal alles rüber. Das nicht zu machen. Ich guck da nochmal drüber. Wir haben aber noch 282 Metall, haben wir auch noch hier in der Kiste. Ja, wir brauchen viel, viel mehr. Ja, ich weiß. So, und hier kommt auch nochmal. Holz. Hier ist halt kein Metall mehr drin. Und hier aber noch Metall. So. Ist auch kein Metall drin. Ja, ich hab ein bisschen Metall rausgeholt. 1000 Metall oder sowas. Das tue ich hier nochmal rein. So, guck mal, 1500 Metall sind hier. Aber diese teuren Baupläne... Ich hab noch mehr, guck mal. So, 2600. 2600 haben wir. Brauchen aber irgendwie 10.000 für eine Flinte oder irgendwie sowas. Oder nicht? Eine Flinte habe ich ja. Hey, hatte ich ja, die? Der Blueprint. Ja, aber ich habe eine fertige. Ich habe eine fertige. Wir haben auch... Echt? Ja, die habe ich doch vor 2 Folgen. Hier, da, siehst du die? Mit 6000 Metall hast du die gebaut? Entweder habe ich die gebaut oder habe ich die auch gefunden einfach. Was hat die denn für eine Stärke, für einen Waffenschaden? 273. Ja, siehst du, und die andere hat 408. Ah, okay. Aber 273 ist ja auch schon krank. Naja, aber ja. Die müssen aber wir auf jeden Fall machen, wo ist denn der, wo ist denn der Blueprint? Der ist auch hier in der Kiste. Ach so, in der Kiste. Ich habe die ganze Zeit im Falschen geguckt. Da ist, okay, 408, okay. 6000 Metall, okay, deswegen kam ich auf 12. 12.000 Metall brauchen wir. Und wir haben erst 2000, also da müssen wir, eigentlich, das können wir erst machen, Izzy, wenn wir diesen krassen Hochofen haben. Ja, Level 80. Aber ist ja nicht mehr so weit hin, ne, aber Level 80 ist schon noch. Ja, stimmt. 10 Level ist schon ordentlich. Ja, stimmt, aber, also, was soll Level höher. Aber müssen wir einfach mal ein bisschen auf Rexjagd gehen, wir müssen Alpha-Rexe holen und die töten. Ja, wir brauchen ja für die geilen Sättel, brauchen wir ja eh noch richtig viel Leder. Also ich glaube, das wäre demnächst mal mehr. Was sollen wir uns zähmen als nächstes? Sollen wir auf Unterwassertour gehen? Oder es gibt doch so viele geile noch eigentlich über Wasser, so richtig geile Dinos. Aber eigentlich war ja das... Ja, eigentlich müssen wir jetzt mal, also jetzt kommt es erstmal mit, jetzt gehen wir einmal ins Wasser rein. Das war die ganze Zeit hier mein Ziel für heute. So. Wo ist denn mein Mötchen? Ach, da Muffel ist da unten. Muffel ist unten gelandet. Muffli! So, Puffel. Aber ist schon geil, dass wir diese guten Sättel jetzt für Puffel und Muffel haben. Für beide. Das erste Mal, dass wir für ein Tier 2 geile Sättel haben, glaube ich sogar, ne? Also 2. Die sind aber auch so geil. Puffel und Muffel. Findest du die nicht immer noch eklig eigentlich? Nee, ich habe mich dran gewöhnt. Die sind halt so praktisch, weil man so überall rein kann. Ne, wie Insekten, die kommen überall rein, auch wenn man es nicht will. Und ich darf, sie nicht so genau angucken, weil dann sind sie schon echt hässlich. So, mit dem ganzen Fühlern da und sowas.
Bisschen aus wie eine Koralle mit den Fühlern. Ja, ja, ein ganz bisschen, aber nur einen. So, hast zack. Du jetzt, ja, jetzt Räumchen. Aber wir haben immer noch. Gucken wir das mal von oben an. Wir haben auch noch ein Soundfundament, ne? Hast du. Oh, das haben wir noch nicht. Nö, ist doch alles zu, oder? Na, hier, bei mir hier unten, siehst du das? Huch. Wobei ich glaube, da kommt nix, fast nichts Gefährliches rein. Das sollten wir nochmal machen. Aber. Für den Moment geht das. Aber da unten müssen wir es zumachen. Ups. Weil sonst, wenn du da runter gehst. Also, ja, gut, ich weiß nicht, was da reinkommen soll. Piranhas oder Zeig so. Zeig mal, was meinst du jetzt? Da unten? Ja. Wo ich bin, hier. Ja, das ist Futter, was da reinkommt. Ein Piranha mal kurz oder so. Ah, das ist das Futterloch. Da müssen wir die aber schön auf neutral lassen. Hallöchen! Ja. Ja, hol dir den Frosch eigentlich, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann sind wir schon zu zweit eigentlich perfekt unterwegs. Stimmt, weil der Frosch ist also auch. Ich tank dann und du gibst den Torpor. Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Ist voll sinnvoll. Da haben wir irgendwie da gar nicht dran gedacht. Ich kann dir dann schießen. Eben. Also mit der Armbrust. Weil man kann ja auf dem Frosch oben drauf einfach ganz normal schießen. Habt ihr in die Kommentare geschrieben. War auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Und du kannst sie auch abschlecken, ne? Ja, aber das macht halt nicht so viel, ne? Ja. Man könnte auch mit dem Biber, aber der Frosch ist schon am geilsten. Ja. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Froschi! Ich schaue schon mal nach einem leichten Opfer. Also entweder machen wir nochmal mehr. Oh ja, was wir jetzt auch machen können, wir locken die. Ich habe schon einen Megalodon da vorne gefunden. Wir können jetzt da reinlocken und dann wieder rausschwimmen und den einsperren. Aber es ist nicht so leicht, denke ich mir halt. Wo ist mein... Ja, wobei geht er eigentlich? Müsste eigentlich gehen. Also ich weiß, wenn ich nur wüsste, wo der Frosch ist. Ist jemand mit angegriffen? Wo ist denn mein Fernrohr da? Okay. Ja. Ist die Kröte unten? Nicht dumm. Die Kröte ist... Krödi! Nicht da, wo ich sie... Nicht, dass ich das wüsste, sagen wir so. So, mein Lieber, was für ein Level bist du denn? 135! Nice. Das wäre perfekt, Izzy, das wäre so geil. Da hätten wir zwei... Kröte, wo bist du? Oh, hab sie gefunden. High Level hätten wir am Start. Hab sie gefunden. Ich habe auch 73 Pfeile im Inventar. Okay, das große Ziel wird sein, diesen 135er bei uns hinten reinzulocken. Okay. Ich komme angekrödet. Das können wir locker schaffen, Izzy. Das wäre richtig nice. Siehst du, wo ich bin? Ich bin der blaue Megalodon, ja? Ja, so. Ich bin jetzt gerade auf der... Oh, die Kröte ist noch auf Rendering. Kröte, hör auf! Wie kriege ich denn die... Verhalten wandern deaktivieren. Okay, bin am Start. Okay. Hä, ich kann nicht mehr unter Wasser. Was ist da los? Jetzt. Oh, ich sehe dich. Ich komme. Okay. Oh Gott, ich springe so weit. Uiuiui. So, ich habe den hier vorne immer noch im Blick. Der kämpft nämlich gegen eine Schildkröte. Ich bin fast davor, dem zu helfen. Nicht, dass er irgendwelche Probleme hat. Weil er schafft das echt nicht. Der ist zu dumm. Doch, jetzt ist er sie auf. Okay. Jetzt wird er auch kommen wahrscheinlich gleich. So, ja, das kommt. Okay. So, jetzt ist das Ding. Sehr gut. Ihr seht auf Beanie. Also wir müssen ihn da hinten hindocken. Das heißt, ein Tor muss auf sein, dann gehe ich da rein und das Tor muss offen bleiben, damit ich dann im Bogen wieder rausschwimmen kann. Und dann machen wir das Tor zu. Vielleicht brauchen wir zwei, drei Anläufe, weil es halt nicht so perfekt dafür gebaut ist, aber vielleicht schaffen wir es auch. Oder zwei Tore sind auf, links und rechts, und ich schwimme durchs eine rein und das andere direkt wieder raus. Weißt du, was ich meine? Ja, könnte man auch versuchen, ja. Wir sind jetzt beide offen. Okay. Sehr gut, aber dann macht die beiden äußeren nicht direkt nebeneinander. Okay. Also mach das mittlere schnell zu. Okay, und mach das genau. Oh Gott, ich komme jetzt, Izzy, ich komme jetzt. Okay, okay. Oh, ich bin gerade am Ersticken, huch. Okay, mach das eine hinter, wenn er zu drin ist, der ist noch nicht hinter dir. Der ist noch nicht hinter dir, der ist hinter mir her jetzt. Ah, okay. Sonst was aber du versuchst. Wir können das ja auch wechseln, wir können ja, auch, ja, ja, genau. Geh du rein, dann mach ich hinter uns zu. Er versucht's. Ich kann gleich schon zumachen, ich kann zumachen schon. Ja. Hast du? Ja, ja, hier ist zu. Okay, und jetzt andere Seite auch noch. Ja, ich versuch. Ich mach einfach zu. Mach zu. Ich ging irgendwie nicht, ich ging irgendwie nicht. Ja, Mann, zu! Lauf raus! Geh zu? Ja, ja, jetzt musst du. Spring raus. Ja, bin draußen. Ja, er ist da. Nice one! Okay, jetzt darf er nur nicht... Okay, pass auf, dass er nicht aus dem Wasser rausgeht und stirbt, weil er kann ja auch sterben, wenn er rausgeht, irgendwie. Okay, hab ihn einmal getroffen. Oh, nice one, Izzy. Nice! Ja, der wie geil. Ist aber irgendwie total lost, ne? Ja, weil wir ihn eingesperrt haben. Dieses Mini-Ding ist perfekt, Mann. Ist perfekt. Eine 135er. Der ist aber auch irgendwie gar nicht so richtig attackiert. Ich finde, der war ganz schön komisch drauf. Er ist verwirrt. Ja, vielleicht ist er ein bisschen geistig eingeschränkt. Aber er ist 135. Das sollte ausreichen. Wir können ihm ja zeigen, wo es lang geht.
Ich muss auf Money auf, dass nicht irgendwie noch ein Dino gerade hier kommt, aber sieht gut aus, hier ist keiner. Wie geil! Oh nein, nicht, dass er jetzt, okay. Oh Gott, nicht, dass er rausgeht, weil du weißt, er kann sterben. Zumindest war es früher in Ark, so, da konnten die so rausgehen, dann waren sie instant